the alien world of Brine Pools. It's a lake on the bottom of the ocean. And it's this surreal seascape. Chemically, each one of them is unique. These brines undoubtedly contain bacteria, archaea, and viruses that are unknown to science. We know that they're incredibly rich in undescribed life forms. They have the perfect cocktail, the perfect recipe for life. These sites aren't just salty, they can be violent, characterized by eruptions and incredibly unstable conditions. So to live in them, you have to not only be hardy, but you have to be able to endure constantly changing conditions because not one day is the same. The organisms that live there, they undergo a constant biological warfare with each other to dominate the environment, to survive in the system. The biochemicals that they produce to do that biological warfare are applicable to curing diseases like cancer, Alzheimer's. They produce antibiotics and antivirals that can also be used to improve human health. And we drop targets as we go, so we know exactly where we sample. Exploring these habitats is absolutely necessary because the metabolic potential there has the capacity to change the way we think about medicine, to change the way we think about antibiotics, based on our knowledge that we gain from studying these incredible environments in the deep sea. Cool. Ich finde es ja immer fast ein bisschen schade. Dass man quasi so als Schutz für irgendwelche Lebensräume oder Biotope als Argument bringen muss, dass die ja nützlich für den Menschen sein könnten, wegen medizinischen Anwendungen oder sowas. Und dass man das nicht einfach, dass das nicht Selbstzweck ist, dass man die einfach verdammt nochmal schützt und in Ruhe lässt. Aber nein, man muss das immer, das ist wie... Inzwischen ist das ja vielleicht nicht mehr so, aber ganz lang war immer das Argument dafür, dass Videospiele ja doch nicht nur so blöde, gewaltverherrlichende Spielzeuge sind, dass die ja so ein großer Wirtschaftssektor sind und da wird so viel Umsatz gemacht und so viel Geld gemacht und deswegen sind die vielleicht doch gar nicht so doof, als dass man das nicht vielleicht einfach als eigenständiges Kulturgut betrachten könnte, ohne den wirtschaftlichen Nutzen im Hintergrund immer gleich oder im Vordergrund immer gleich so zu präsentieren. Aber naja, mein Gott. Hilft ja nix. Trotzdem interessant. Imagine if I was sent in to go study the Mona Lisa and I come in with a pair of snippers and I'm like, I'm gonna need to cut this baby up a little bit to see what kind of chemical composition is going on there. And like, you wouldn't do that, right? We don't have to kill these animals. We don't have to kill to understand. If we could do a single cell, that means we don't need to kill 20,000 animals to be able to really understand that one. We could do our work much more non-invasively. So we are working this year on a new project to deploy tags on orcas. We need to learn more about the diet and how they use the habitat. So by deploying those tags, we get the information we need. It is the least invasive method, it is suction cups. So it is not a scratch on the whale afterwards, which is something we really like. In the deep sea, we use these like robotic claws from the oil and gas industry that gets you the sample, but this is so archaic. So we've been designing something called squishy robot fingers, which are ways to be gentle when we study the deep sea. But I think we could even take this another level. There's some organism, we quickly encase it. It's like a medical checkup. We give it a swab to get its genome. We image it from all directions. We open it up, that animal goes away, and we have more information than we've ever had before. These animals are Mona Lisas. Our perception of them should change. We should be more delicate. Findest du nicht gut? Ich finde das schon ziemlich interessant. Ziemlich cool. Hydrothermal vents are located on the seabed, often in deep water, but sometimes in shallower water. And they form in areas where new oceanic crust is being formed. You can have 400 degree water here and 2 degree water over here. It's an accelerometer for chemistry, and you can form organic compounds in the absence of biology.
Everybody's interested in vents because of the metals, including humans. But the metals are sort of the nuclei for life. When you think about what's required for life, you've got to have an energy source, you've got to have a system that's able to utilize that energy source. And the organisms sort of co-evolve with the rock. And in my mind, that's probably how life originated. There are reservoirs of precious metals in the deep sea. We do have societal needs for precious metals. It's very short-sighted and dangerous to exploit resources in ecosystems that we don't truly understand how those ecosystems function. Deep sea mining is when people go out and extract minerals from the seafloor. People do this because a lot of the minerals that we have on land are actually being depleted, like copper and zinc, so we're looking to the ocean to get those minerals. We want these minerals for solar panels primarily, and we want them for cell phone boards. It's necessary to advance society and get us off fossil fuels. We simply have no idea about the environmental consequences of a lot of these actions that we're taking in the deep sea. We have tended to go for the quick benefit and we'll deal with the consequences later. Well, I think that has caught up with us. We don't know enough right now to effectively, selectively mine the deep sea without catastrophic consequences. The science has always lagged behind the industrialization. I would like for once to see the science ahead of the industrialization and have the science define the limits of the industrialization. Ja, das hätten wir alle gern, aber ohne die nötige Politik, die das macht, wird das wohl ein Traum bleiben. Es sind halt auch nur immer kleine Informationsfetzen zu ganz spezifischen Themen. Das kann man natürlich nicht mit einer... Aber ich habe auch ehrlich gesagt schon sehr viel stundenlange Dokumentationen gesehen, die sehr viel inhaltsloser und langweiliger waren als das. Muss man auch sagen. Day 14. Arena's analysis of the whale fall shows evidence of toxins from a harmful algal bloom. We have to find Andrea and her family and get biosamples. On a positive note, Andrea's side trip was a success. He found an amazing group of teens who have been nurturing the turtle population back to health. Running out of dive time. Especially if I go home early. Ready to dive. Ready to dive. Es können nicht mehr so viele Tauchgänge sein. Okay. Das machen wir jetzt. Andrea looks so different at night. I still love diving in the moonlight. Diving in the moonlight. When was the last tracking data for the baby or its mother? Days ago. But they could be with the pod right now and just not making any noise. Ich hab halt ein Tauchspiel erwartet. Und technisch gesehen ist das eins, aber in erster Linie ist es ein narratives Spiel, ein Walking Simulator, wenn man so will, nur eben unter Wasser. Ich hätte gern mehr Tauchspiel. There you go, first waypoint. They'll load automatically from here on in. I have the explorer drones patrolling to get as many eyes and ears looking for the pod as possible. Do I need the buoys? No, we'll use the hydrophones on the drones. They don't have the range or fidelity of the buoys, but we need speed. Thanks. Right, you know that no chatter rule was just for the vent area, right? I'm sorry? I think he's pointing out that you seem distracted. Sorry. I'm back. Talk to me about something positive, Andre. Were you able to make contact with the teenagers you were telling me about? They've been helping the leatherback turtle population rebound here in the region. They've developed a nest cooling technology to help the baby turtles. They've also built their own tracking drones. Teens with tech? Sounds like you've inspired some citizen scientists, Andre. Klar, aber will man sich an RTL orientieren? Auf RTL gibt's doch keine Dokus, oder? Ich meine wirklich auch so National Geographic Sachen und so weiter, die sind leider öfter bildgewaltig und teilweise so
pathetisch, so pathostriefend, aber super inhaltsleer. Ups, da fällt mir gleich der Controller runter. Aber total inhaltsleer leider manchmal. Nicht alle, aber viele. Habe ich schon viele gesehen. Die sind super aufwendig produziert, haben bestimmt super viel Zeit und Geld in Anspruch genommen. Aber im Endeffekt kommt nichts bei rum, außer schöne Bilder. Letzte Woche gab es bei Epic Abzu. Ah ja, Abzu ist auch so ein Spiel. Das fällt in die gleiche Kategorie. Das ist eher so ein bisschen ästhetisch ansprechend, environmental Storytelling. Aber auch nicht das Tauchspiel, das ich suche. Das Tauchspiel, das ich suche, gibt es einfach nicht. Oder gab es schon lange nicht mehr. Ich hätte gern Endless Ocean 3 ohne die ganzen Innovationen aus Endless Ocean 2, die es nur schlechter gemacht haben. Ein gesunder Pottwal, ne, das ist doch schön. So muss das sein. RTL hat sowas wie Dokus. Hat sowas von Dokus. Hilf mir. Ist doch wie aus dem Leben gerissen. Das kenne ich alles. Ich kenne das leider wirklich alles nicht. Also was heißt leider? Ich glaube, ich verpasse nichts, oder? Ich glaube, ich habe wirklich ohne Witz, seit wahrscheinlich 10 Jahren keinen, zumindest keinen privaten Sender mehr gesehen. Wirklich jetzt. Glaube ich echt. Ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus. I don't remember having dolphins in the dive objectives. I added them because of their role in the disease that hit the dolphin population a few years back. Done. Andre, have you picked up any tags from our pod? No, not yet. I'm going to widen the radius for the Explorer drones. Du willst also nicht nur ein Tauchspiel in der Realität, sondern auch noch ein gutes, ohne Drachen, Wikinger und Aliens und ohne Zombies. Am besten. Ja, ich will ja gar nicht, hier irgendwie großartig elitär und rüberkommen. Ich gucke viel Bullshit, aber halt wirklich nicht mehr Fernsehen. Ich habe jetzt vor kurzem so zum Nebenbei dahinschauen zum Beispiel erst wieder, ach, auf Amazon Prime, auf Prime Video gibt es so viel Müll, den ich so nebenbei laufen lasse. Vor kurzem habe ich jetzt Once Upon a Time die ersten paar Staffeln geguckt. Und das ist halt echt so eine krasse Telenovela. Mit übernatürlichen Elementen. Das ist eigentlich, dass ich mich fast dafür schäme, dass ich die geguckt habe. Und immer noch gucken würde, wenn die nicht aus dem Programm genommen haben. Aber ich finde es total unterhaltsam und cool. Oh, jetzt habe ich, wisst ihr, was ich jetzt angefangen habe zu gucken? Wie heißt es? Doom Patrol. Doom Patrol ist voll gut, ey. Ich bin mit der ersten Staffel noch nicht durch, aber ich war überrascht, Mensch. Ich weiß nicht, was Amazon Prime für ein Problem mit seinen Trailern hat. Bei den Trailern sieht bei denen immer alles furchtbar aus. Langweilig, schlecht, blöd. Doom Patrol ist so super, ey. Doom Patrol ist vielleicht meine neue Lieblings-Superhelden-Serie. Ich weiß es nicht, aber die ist so gut. Die ist total klasse. How quickly will you get results? We can do initial screens quickly to narrow things down. Die haben so viele coole, lustige, abgedrehte Ideen. Und fast jede Folge ist wirklich quasi eine Prämisse, wo andere Serien eine ganze Staffel draus machen irgendwie. Ich finde das echt total cool. Ich hoffe, die bleibt mir noch ein bisschen erhalten, weil Serien, die mir so gut gefallen, werden in der Regel sehr schnell abgesetzt. Aber es gibt immerhin schon eine zweite Staffel Doom Patrol, immerhin. Have
you decided whether or not you want another dive back at the brine pool? With everything going on, I really hadn't had the chance to look at the schedule, but I would always say yes to that. Right. Dirk Gently traue ich immer noch hinterher. So eine gute Serie. So schade drum. I'm near the waypoint and can hear a humpback singing, but I don't see it. I think I'm losing it. It's gotta be close. I feel like it's singing right in my ear. Try a scan visor. That's totally weird. I see a scan dot, but nothing's there. I think the humpback is invisible. Sorry. I'm afraid I'm the invisible whale. I'm definitely losing it. I thought you just said you're an invisible whale. Well, not me. The humpback song I generated. You're at a playback station. It's pretty small on the boy line, but in the dark you probably can't see the line. Well, it must be pretty authentic. At least enough to convince your drone. Mirai, have you heard back from Ren yet? No. Is Ren okay? Rai, are you there? I'm not sure. Pardon? I meant about Ren. I don't know. We had a fight right before I left the sub. Do you want to call her now? I can patch you through. Seriously? Here? Well, I have to watch your video feed for safety, but I can mute your audio track for privacy. Wow, I've never talked to her while I was diving. No, I'll wait for the sub. Okay, Mariah, you're on. The drone on the outer patrol just picked up several sperm whales on visual. Thanks. No sound alerts at all. They're being awfully quiet. Val, hi. I think I found the pod. Yes, that is them. I don't see the baby, but it's a little dark. Why are they moving? They're sleeping. If you don't mind, I'm just gonna mute my comm while I get the samples. I don't think they can hear us through your visor. I think she is the one that is needing some quiet. Thanks, Arena. Catch you at the sub. Mariah out. Giftstoffe. Schlafen die wirklich so? Das ist ja irgendwie echt cool und witzig. Ich glaube, in VR wäre das Spiel ziemlich beeindruckend. Aber ich glaube, das hat nicht mal eine VR-Unterstützung. Zumindest nicht auf der PlayStation, oder? Nee, ich glaube nicht. Genau, das würde mir angezeigt werden, wenn das VR hätte. Schade eigentlich, schade. Leichte Giftstoffe haben die. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, jetzt wachen sie auf, oder? Jetzt schwimmen sie irgendwie los. Nachdem ich sie schlafend gescannt habe. Wo schwimmen wir denn hin, Freunde? Nirgends hin. Die Dunkelheit. Ende. Hey, wartet mal, ist heute oder morgen oder so, jetzt die Tage, nicht die nächste Staffel von Star Trek Discovery oder so? Kommt jetzt nicht den Monat auf jeden Fall noch. Auch gespannt. Merlin hätte dir ja ein Eimer abgestandene Fischsuppe über den Kopf kippen können, gefühls- und geruchsecht. Meinst du jetzt wegen VR? Vielleicht als Unterstützung so ein bisschen Salzwasser unter die Nase stellen. Andererseits, bei so einem Tauchgang riecht man wahrscheinlich eher nicht so das Meer, in dem man schwimmt. Das wäre seltsam. Insofern, Discovery läuft. Ja, klar, natürlich. Das geht jetzt in die nächste Staffel. Die reisen ja jetzt quasi gerade 100 Millionen Jahre in die Zukunft. Nein, das stimmt nicht, aber weit in die Zukunft. Die haben das ja quasi... Also, ich bin gespannt, wie die nächste Staffel wird. Ich finde ja Discovery ganz nett. Vielleicht wird die ja noch. Oder so, habe ich mir gedacht. Die haben sich verbessert, finde ich, im Verlaufe der Laufzeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl,
Aber vielleicht ist das nur mein Gefühl. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wären die jetzt quasi schon in die Star Trek-Vergangenheit gegangen, weil sie sich gedacht haben, dann kommen wir nicht so mit der Star Trek-Lore in die Quere, aus der wir uns ein bisschen raushalten wollen. Und dann haben sie gemerkt, so, ach Mist, alle regen sich drüber auf, dass wir hier unsere eigene Geschichte machen und Sachen umdesignen und uns nicht an die Lore halten. Das finden wir doof. Jetzt gehen wir halt einfach noch mal ein paar tausend Jahre in die Zukunft, damit wir da der Lore besser aus dem Weg gehen können. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt. Bisher war noch keine Star Trek-Serie so weit in der Zukunft, wie Discovery jetzt in der neuen Staffel ist. Ich hoffe, die versauen es nicht. Tja, der Trailer sah ein bisschen aus wie Mad Max oder so, ehrlich gesagt. Die waren die ganze Zeit nur auf Wüstenplaneten und haben gesagt, oh nein, alles ist tot. Mal abwarten. Die Zukunft, die Star Trek-Zukunft, meine ich. Nicht die Gegenwart-Zukunft, das ist eh klar. Auch nicht die Star Trek-Gegenwart, sondern wirklich Zukunft. Star Trek-Zukunft. Also, die sind, ich bin mir nicht mehr sicher, aber die sind definitiv ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre nach Voyager und Next Generation und sowas. Hello, Mirai. It's me. I don't see a sample from either the baby or the mother. Andre said you were going back out to look for them. I know you are still deciding, but I told him you're thinking about leaving the expedition early. As soon as I have results, I'll let you know. Mirai, I think I have a location for the mother and baby. They were spotted just outside the research zone by those teenagers I was telling you about. Now, I don't have much data, but the report doesn't sound positive. I'll let Irina know as well. Hello? Dank Enterprise, also Archer, kennen wir ja den temporalen Kalten Krieg. Ja, ich bin echt gespannt, ob die da drauf eingehen. Vor allem frage ich mich, das habe ich mich wirklich bei Discovery gefragt. Also, das muss ich schon echt mal sagen. Wie gesagt, ich finde ja Discovery jetzt nicht irgendwie furchtbar oder so. Ich finde das ganz nett, aber jetzt auch nicht super gut. Aber schau mir schon die nächste Staffel an. Aber die haben einfach echt so gar keinen Bock, eine Star Trek-Serie zu machen. Das merkt man einfach. Die wollen einfach ihre eigene Serie machen und haben da irgendwie eine Star Trek-Lizenz raufgeklatscht oder geklatscht bekommen. Aber das interessiert die überhaupt nicht. Und das merkt man schon. Finde ich zumindest. Habe ich zumindest stark das Gefühl. Und auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht, so viel wie die jetzt in Discovery, in der letzten Staffel und jetzt in der nächsten Staffel durch die Zeit reisen die ganze Zeit, frage ich mich, wo die Temporärpolizei bleibt, die in Next Generation und Voyager und dann eben auch mit dem temporalen Kalten Krieg bei Archer's Enterprise eigentlich die ganze Zeit auf der Bildfläche erscheint. Da gibt's doch eigentlich quasi eine zeitreisende Behörde, die guckt, dass nicht zu viel Zeitreiseblödsinn gemacht wird. Wo ist denn die bei Discovery? Warum kommt denn die nicht und repariert den Zeitstrang wieder, den Discovery so kaputt macht? Naja. Die kommen normalerweise bei Deep Space Nine und Voyager und so weiter nach jedem Zeitreisesprung sofort und sagen, aha, was haben sie denn da gemacht und warum waren sie denn da in der Zeitreise und was ist da genau passiert? Aber bei, ne, so weit zurück wie bei Discovery reisen die anscheinend nicht. Moment mal, aber bei Archer, naja. Ja, genau, eben. Ich glaube, die haben nicht wirklich Bock auf Star Trek. Die würden gerne was Eigenes machen. Is now a good time? You sound tired. Yeah, I'm a zombie. I had trouble sleeping. Wenn Discovery einfach gesagt hätte, wir machen jetzt J.J. Abrams Zeitlinie weiter, das wäre wahrscheinlich die bessere Idee gewesen, das stimmt. Dann hätte es mich zwar jetzt zum Beispiel von Anfang an schon nicht interessiert, weil ich die Abrams Zeitlinie überhaupt nicht, also die Filme mag ich auch nicht, das ist nicht meins. Aber das wäre auf jeden Fall die bessere Idee gewesen, weil da hätten sie freies Spielfeld gehabt. Da hätten die machen können, was die wollen. Na, dann sehen bei denen halt die Klingonen aus wie Herr Ringe Orks. Ist halt in der Zeitlinie aus irgendeinem Grund so, whatever. Hätten die da alles machen können, theoretisch. Das stimmt.
dann sagt man halt in irgendeinem Nebensatz, ja, wegen dem so und so Ereignis sehen jetzt die Klingonen so aus. Und dann hätten alle gesagt, ach so, okay, in der J.J. Abrams Zeitlinie ist das also so, von mir aus. Naja, genau. Did the doctor say anything other than Nana missed the window? Not really. Did you ask him the questions I said? Didn't seem to be any point. Listen, I'm exhausted. I'll catch you later, okay? Bren, please don't hang up. Bren? Okay. Na gut. Was ist denn das da eigentlich? Ach so, das sind die Fotos über die unterirdischen Grabungsarbeiten. Ozeanärzte. Ärztin. I study things that are beyond their wildest imaginations and that I see things that are brand new to science and to people and to humanity every day. I'm at home in these kinds of environments. It's funny, I'm more comfortable here than I probably am on the outside. It wasn't just that I was meant to be out on ships. I was supposed to be in the bottom. I was supposed to be in the deep water. I was supposed to be doing those things that nobody had ever done before. It completes who I am. Being a deep sea scientist, it does require sacrifice. I mean, we're away from our families for weeks on end, sometimes months on end. It's a constant struggle because you miss parts of your kid's life. My oldest daughter was about to turn 3 when the oil spill happened in 2010. I was at sea a lot. So between 27 months and 36 months, I was gone probably more than I was there. When I came home after a 5-week stint in the Gulf, she came running up to me in the airport. She had transitioned from a toddler to a little girl, and the little girl was gone, and there was this other person there. And you don't ever get that back. It was a decision. I was just like, okay, I'm gonna miss transformations. I'm gonna miss really important things. Is it worth it? I had talked to her class about the ocean, and one of her friends said something to her, and she responded, you know, my mommy, she's the ocean doctor. The ocean is sick, and she's trying to make it better. She couldn't even say important. She's like, it's really important. But she understands that it's an important job. Every time before I leave, I say, my most important job on this planet is being your mother. But this is part of me too. Okay, wahrscheinlich haben wir noch 2 Tauchgänge vor uns. Das würde sogar Sinn machen, in der normalen Zeitlinie wurden die Klingonen mit menschlicher DNA verunreinigt, wenn man so will. Ja, das ist ja eben genau so. Also ich finde das ja bei Discovery echt auch witzig, weil in der ersten Hälfte der ersten Staffel machen die so viel Bullshit. Und darüber haben sich wahrscheinlich sehr viele Star Trek-Fans und Freunde wirklich geärgert. Und ich fand's auch furchtbar. Und dann habe ich das Gefühl, ich weiß nicht genau, was da intern passiert ist, versuchen die ganz viel, um das Ruder rumzureißen. Und in der zweiten Staffel auch noch. Weil dann heißt es so, ja, die Klingonen sehen ja nur so aus, weil die haben sich halt früher zu Kriegszeiten die Haare rasiert. Und deswegen sehen die so ein bisschen komisch aus. Und ab dann werden die Klingonen auch immer eher so dargestellt, wie die früher waren quasi. Teilweise benutzen sie dann noch die neuen Klingonenmasken, nur eben mit Haaren und ein bisschen verändert, dass sie wieder wie klassische Klingonen aussehen. Also klassische Klingonen stimmt ja nicht, weil wie du schon sagst, das hat ja quasi Next Generation auch schon gemacht. Die haben ja das Klingonen-Design auch schon verändert, weil in der Originalserie, in der Kirk-Serie, sehen die aus wie ganz normale Menschen. Und da gibt es ja dann quasi eine Folge, wo die sich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob die da auch durch die Zeit reisen oder sich so alte Szenen angucken. Auf jeden Fall sieht man da so alte Klingonen, wie die aussahen unter unter Kirk damals. Und dann gucken die eben auch ganz verwirrt Worf an und fragen, hä, das ist ein Klingone? Warum sieht denn der so aus wie ein Mensch? Und dann sagt Worf einfach nur so, wir Klingonen reden nicht gern drüber. Und damit war das Thema erledigt. Die haben das ganz elegant gelöst, ihr Klingonen-Redesign. Und dann wurde ja später quasi so gesagt, ja, das waren eben so Genexperimente. Und deswegen sahen die damals so aus wie Menschen. Aber genau. Ja.
Und das hat Discovery so ein bisschen dann eben auch gemacht. Die haben dann auch gesagt, ja, die haben sich ja nur rasiert und komisch angezogen und komisch geschminkt, weil das ist dieser Kult und die haben Krieg geführt und das sind ja nicht die normalen Klingonen. Und dann, das sind jetzt so ein paar Spoiler. Also wenn ihr euch nicht spoilen wollt zu Star Trek Discovery, dann macht kurz den Ton weg oder auf YouTube spult schnell 2 Minuten vor, aber ich will das jetzt schnell erzählen, weil ich es eben wirklich witzig finde. Und auch dieser Captain von der Discovery ist ja irgendwie ein totales Arschloch und ein ziemlicher Psychopath irgendwie. Und da habe ich mir halt auch gedacht, und viele haben sich gedacht, wie wird so jemand Sternenflotten-Captain und kriegt dann auch noch das Kommando über das experimentelle Superschiff. Der passt sowas von nicht zu den Idealen der Sternenflotte. Und dann wird das so erklärt von wegen, ja, das ist ja nur der Böse aus dem bösen Paralleluniversum. Den echten gibt's ja schon gar nicht mehr. Der hat seinen Platz übernommen. Deswegen ist der so böse. Und so haben die quasi die ganze erste Hälfte der ersten Staffel innerhalb von 1,5 Staffeln dann so ein bisschen geretconnt und schnell wieder repariert. Und gesagt, nein, das ist ja alles gar nicht so. Das ist ja alles ganz anders. Und das fand ich schon lustig auch irgendwie. Und es hat funktioniert. Die haben die Serie wirklich repariert, finde ich. Und jetzt funktioniert die für mich auch einigermaßen. Genau, die haben am Anfang auch Hologramme die ganze Zeit. Die reden dauernd über Hologramme. Und in der zweiten Staffel haben die keine Hologramme mehr. Und dann haben die auch quasi diesen Captain Pike, der dann sowas sagt wie, ah, diese Hologramme, dieses neumodische Zeug, das wird sich eh nicht durchsetzen. Keiner benutzt die. Und ja, genau. Finde ich halt lustig. Da haben die halt alles repariert, was die erste Hälfte der ersten Staffel so doof macht irgendwie. Und im Picard haben die jetzt auch wieder Hologramme. Was haben die denn mit ihren fucking Hologrammen? Niemand im Star Trek-Universum benutzt Hologramme. Haut doch ab mit Hologrammen. Star Wars ist das mit den Hologrammen. So Kleinigkeiten könnten mich ärgern. Tun sie auch. Aber ich finde es auch irgendwie lustig. Die Triple-Folge bei Deep Space Nine. Das kann sein, dass das auch das war. Da bin ich mir nicht mehr sicher, aber ja, genau. Die Optik ist nicht mal das Schlimme, sondern wie die Nuscheln. Ach, die Klingonen, meinst du? Nee, ich fand auch das Design total blöd. Dass die Klingonen so neu designt haben, hat mich einfach gestört. Naja. Mein Gott.